Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Woche in Victoria 3. Wir sind immer noch Frankreich. Und wir beschließen jetzt das Zensuswahlrecht. Das ist ein bisschen ungünstiges. Eieiei. Okay, was wollte ich gerade sagen? Das ist ein bisschen ungünstig. Klick. Neu gegründete Parteien. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wir werden mal ganz kurz gucken bei den Gesetzen, ob wir da nicht gleich schon mal was Neues machen können. Multikulturalismus, nein. Räterepublik, ja, hier. Parlamentarische Republik könnten wir jetzt machen. Das wäre doch nice, oder? Interventionismus, nee. Laissez-faire, Planwirtschaft. Hatten wir hier. Wir lassen das mal so. Ach, guck mal, wie schön, was wir alles machen können. Frauenwahlrecht, 19%. Wollen wir das noch durchbringen? Könnten wir machen. Wir könnten auch hier nochmal eben. Merkantilismus. Importzölle, Exportzölle, Protektionismus machen 10%, 10%. Wir würden damit Einnahmen ändern durch das derzeitige Zollgesetz 65k extra machen. Gerade haben wir genug Ks. Ich würde dann eher das hier interessieren. In diesem Sinne machen wir mal schnell parlamentarische weg. Genossenschaftsbesitz beschließen. Was? Okay, was ist jetzt hier los? Die Landbevölkerung will Genossenschaftsbesitz beschließen. Ja, ich glaube, das ist jetzt vielleicht nicht gerade die günstigste Sache der Welt. Ich überlege gerade, warte mal, wenn wir das jetzt hier abknipsen, warte mal, wir machen mal hier Test 2, 4, 3, 2, 3, 1, wie auch immer. Ob die sich auflösen? Lösen die sich auf, wenn wir das hier auflösen? Ja. Lösen die sich dann auf? Ja, die lösen sich wieder auf, tatsächlich. Genossenschaftsbesitz, bla bla, was war denn das jetzt? Wo kam denn das jetzt her? Denn das jetzt hier Genossenschaftsbesitz 78%, what the heck? Die Gewerkschafter. Gut, dann lassen wir es erstmal so, sagst du? Aber eine turbulente Kampagne. Was ist das denn jetzt hier? Während seines Wahlkampfs für eine Partei der Republikaner. Achso, wir haben ja auch Wahlen jetzt, ne? Oh, da wurde jemand erschossen. Ungünstig. Also nicht für mich, aber naja. 25% und Landbevölkerung haben 30%. Das ist doch gut. Lass mal ganz kurz mal hier gucken. Die Gewerkschafter könnten auch gewählt werden. So, was haben wir denn da? Während seines Wahlkampfs für eine Partei, der Republikanische Bund. Oh ja, das sind die hier. Im von Aufruhr geplagten Paris-Kommunal Kenia wurde Bertrand Humbert von einer Gruppe unbekannter Angreifer überfallen und brutal zusammengeschlagen. Das klang aber gerade noch ein bisschen mehr als nur zusammenschlagen. Die haben schlechtes Momentum. Der bekommt verwundet oder vernarbt. Verwundet. Irgendeiner wird da ja sicherlich Chef sein wollen. Das ist noch nicht mal der. Na gut, dann. Wen interessiert's? Wolkenkratzer abgeschlossen. Wolkenkratzer errichtet. Erfolgreich abgeschlossen. Bis in den Himmel. Hervorragend. Wir kriegen 25 Prestige. 25 Prestige. Nicht 25%. Nein, wir bekommen sonst 25 Prestige. Warte mal, dann sind wir hier bei. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, das hat es jetzt richtig gebracht. Naja, gut, wir haben auf jeden Fall. Naja, wie auch immer. So, also die Wahl. Wie sieht denn das aus? Momentum, minus, minus, minus. Keiner will irgendwen wählen, aber irgendjemand wird es ja dann doch. Zu
zu den Waffen. Warte mal, können wir die jetzt? Immer noch nicht. Wir haben noch keine. Ach, Meinungsfreiheit haben wir. Na, ungünstig. Was haben wir denn hier noch? Georges Clemenceau will ganz Korsika mit dem Zug bereisen. Wundervoll. Eisenbahndurchsatz. Oder 20% Momentum. Eisenbahndurchsatz. Ja, hier machen wir doch das. Ist doch super. Frauenwahlrecht beschließen. Könnten wir auch noch machen, oder? Vielleicht warten wir erstmal, dass... wir können aus irgendeinem Grund gar nichts mehr machen. Das ist ja interessant. Illegitime Regierung. Ach, deswegen schon wieder nicht. Oh, wow. Eins. Okay. Na gut, wir warten vielleicht mal die Wahlen ab, ja? Krakauische Pflichtung läuft ab. Das ist okay. Was auch mal in Krakau passiert, bleibt in Krakau. Ihr kennt ja das alte Sprichwort, nicht wahr? Hier in Lorraine gibt es ein bisschen wenig Eisenbahn. Und in der Beeinflussungsversuch. Sächsischer Bauernaufstand bietet uns eine Verpflichtung an. Wenn wir im laufenden Diplomatiespiel... nee, ablehnen. Das interessiert uns alles nicht. Da ist irgendeine Kolonisierung abgedingst worden. Hier, Initiator. Wir, was? Was haben wir denn da als Hauptforderung? Kolonisierungsrechte. Okay, wer auch immer ihr seid. Ich weiß gar nicht, was da passiert. Irgendjemand kämpft gegen irgendwen. Wir kämpfen da gleich mit irgendwem. Weiß der Kuckuck. Wir warten die Wahl ab. Multilaterale Bündnisse, das war die Technik. Malaria-Vorsorge, das war auch eine Technik. Hervorragend. Jetzt können wir nicht nur forschen, das machen wir gleich. Wir bauen auch die Regierung um. So, und zwar... Die Landbewohner nehmen wir mit rein. Aber die Gewerkschafter können wir mit rausnehmen. Guck mal, das macht gar keinen Unterschied. Das können wir nicht machen. Die Industriellen möchte Partei beitreten. Die möchte der Partei Bauern was beitreten. Ja, macht das doch. Wird sich bei der nächsten Regierungsform. Was? Nochmal zurücksetzen. Wir sind jetzt bei 40. Beitritt zum Kampf um Afrika. Okay. Können wir uns mal um wichtige Sachen kümmern hier gerade? Nämlich zu gucken, was haben wir jetzt an Wahl gewonnen? Also Regierung. Regierungsumbildung. Wir haben ja eine inakzeptable Regierung. Wir könnten das machen, aber das geht nicht, weil die Industriellen wollen sich dem Republikanischen Bund anschließen und die Gewerkschafter der Partei der Bauern. Also das heißt, wir müssten die und die mit reinnehmen, oder was? Dann würde das gehen tatsächlich. Ich breche ab. Okay, nochmal zurücksetzen. Die Industriellen könnten mit reinnehmen. Wir müssten die und die mit reinnehmen. Dann haben wir eine ganz illegitime. Puh. Die Industriellen wollen mitmachen beim Republikanischen Bund. Die könnte ich jetzt mit reinnehmen, aber das wäre halt ganz uncool, weil Regierungsideologie Manus. What the heck? Okay, dann bleiben wir bei denen. Das ist dann irgendwie so. Und gucken mal, was wir jetzt für... Hier können wir immer noch nichts machen. Das ist ja crazy shit. Also wirklich mal. Wir könnten eine Präsidialrepublik gründen.
wer jetzt mitmachen? Die Industriellen billigen das? Kleinbürger? Kriegen wir das durchgedrückt? Ich meine, das kriegen wir hier nicht durch. Wir müssen 18 Monate warten, bevor wir es erneut versuchen können. Okay, wir könnten also warten. Können wir denn dann das Frauenwahlrecht beschließen in der Zwischenzeit? Das könnten wir machen. Machen wir das doch mal. Das heißt, wir würden die Frauen dann nochmal mit reinnehmen und dann nochmal die... das Gesetz. Oh, ganz ruhig. Hessen möchte ein Bündnis mit uns eingehen. Nein, ich glaube nicht. Das müssen wir ablehnen. Das tut mir sehr leid. Ostsahara erobern. Achso, das lassen wir einfach laufen. Und hier halten wir uns raus. Moment, was hier? Eine Revolution mit extremem Eigentumsrecht bewahren. What the heck? Ehrlich jetzt? Es ist Zeit für einen Kaffee. Ein Schluck Kaffee zumindest. Also gut, die katholische Kirche möchte, dass die Frauen nicht wählen. Das ist ja bedauerlich. Ah, wir können noch was forschen. Drei Jahre. Elektrische Nähmaschinen, automatisierte Elektroeisenbahn. Fließbänder. Ja, und dann Antibiotika. So. Also gut, wir gucken mal, ob wir da durchkommen. Puh, also, dass die katholische Kirche das immer wieder so macht, also das ist mir echt ein Rätsel tatsächlich. Warum tun die denn das? Gucken wir mal ins Journal, by the way. Der neue Koloss. Völlige Trennung. Multikulturalismus, ja, das ist wirklich das Problem hier. Öffentliche Krankenversicherung haben wir auch nicht. Aber tatsächlich. Ah, das hätte man natürlich auch machen können. Wohlfahrtskrankenhäuser, politische Stärke der katholischen Kirche. Das heißt, wir könnten die wegnehmen. Das wäre doch mal interessant. Also anstelle von Frauenwahlrecht, ja, warten wir doch mal ab. Wir hatten ja eh gesagt, wir warten ab. Warte mal. Wo wollten wir hin? Hier wollten wir hin. Da wollte ich hin. Und zwar müssen wir noch 17 Monate warten. Okay. Ja, ist bedauerlich. Das ist uns jetzt ein bisschen so, sag mal, fällt uns ein bisschen auf die Füße. Die kriegen 10%. Wir können mal gucken, ob wir das vielleicht trotzdem schneller durchkriegen, das Frauenwahlrecht. Da sind wir halt schon sehr schnell unterwegs, ne? Oh, oh, oh. Ich sehe gerade, wir bauen gar nichts mehr. Momentchen mal eben. Was haben wir denn da verpasst? Das Holzfällerlager erweitern. Zum Beispiel hier mit 1, 2, 3, 4. Hier unten haben wir gar keine. So, das hätten wir. Einfach mal ein paar neue Sachen hier in Auftrag geben. Da haben wir gar nicht mehr die Arbeiter für. Wir machen das trotzdem. Und vor allen Dingen hier. So, ah ja, genau, dann sind wir nämlich da durch. Und Konstantin, naja, können wir auch mal ein bisschen machen. Nächstes. Was haben wir hier? Den Zucker. Ja, das ist nämlich jetzt das Problem. Ich weiß nicht genau, wo der... Hier die Zuckerplantagen wahrscheinlich, ne?
Senegal. Bam, 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 bam. Kunststoffwerke. Seidenplantagen. Seidenplantagen. Okay, haben wir erstmal wieder ein bisschen was eingereiht. Einfach mal 30 neue Bauaufträge. Kein Problem. Ja, unglaublich, dass sie das wirklich nicht wollen hier, ne? So, hier sind wir offensichtlich gerade dabei, einen Krieg zu führen. Dann gucken wir noch mal eben, dass wir unsere Armee mal mobilisieren. Ja, ist vielleicht jetzt ein bisschen spät, das hätten wir vorher mal machen sollen, aber gut. So, das heißt, hier runter schicken, na gut, können wir machen. Das ist so Kleinkram hier, das müsste man vielleicht nochmal überdenken, dass man das anders macht. Immerhin macht das nur jedes zweite Mal Wumms. So, los geht's. Da haben wir was. Zum Zerreißen gespannt. Eine Stellungsgruppe der Landbewohner, angeführt vom trickreichen Augustin Jamais, hat angedroht, sich revolutionären Kräften anzuschließen, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden. Die verlangten Zugeständnisse mögen klein sein, doch die Macht, die diese Leute mitgewinnen würden, wäre gewaltig. Denn wir müssten unsere Schwäche eingestehen. So, politische Stärke für die Landbewohner. Warte mal, mal erstmal weg hier. Plus 5 Interessensgruppen Zustimmung. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Und die Interessensgruppe der Landbewohner wird aufständisch. Nö, wollen wir nicht. Machen wir das mal hier. So, guck mal, hier haben wir einfach plus 3. Kriegen jetzt ein bisschen Zustimmung. Das ist ja okay, wir haben ja gewählt. Hervorragend. So, niedriger Marktzugriff, das ist insgesamt blöde. Da müssen wir tatsächlich was tun. Inakzeptable Regierung ist halt wirklich auch blöde. Aber wir kriegen es nicht anders geändert gerade. Jetzt mal ehrlich, dass sie das Frauenwahlrecht nicht haben wollen, das ist doch Quatsch, oder? Gibt es irgendwas? Frauen am Arbeitsplatz hätten wir natürlich auch zuerst machen können, ne? Ich muss mal eben das Fenster zumachen. Moment. Ja, und vielleicht mal ein bisschen am Kaffee trinken. So, was machen wir denn hier Schickes? Wie sieht es denn da aus? Hm? Gewinnen wir da irgendwas? Ja, ich würde auch sagen, wir gewinnen das. Also gut, dann müssen wir uns jetzt hier keine Gedanken machen. Das läuft. Verdeckte Aufwiegelung. Sympathisanten der Revolution haben begonnen, in gewissen Gebäuden von Erwan de Mosin und regierungsfeindliche Parolen zu verbreiten. Was? Hm, Fortschritt um minus 5 ändern oder plus 5. Ja, die Streitkräfte kann man immer stärken, warum auch nicht. Kriegen da eine plus 2 hin. Die katholische Kirche ist halt echt so ein Mob, ne? Furchtbar. Furchtbar, furchtbar. So aus Prinzip bin ich schon dabei, die einfach nur wegzuklicken. Das wird jetzt hier wahrscheinlich nichts mit 20%, mit noch nicht mal 20%. Wann geht's denn da? 15. Oktober. Ja, schade, schade. Die Randgruppen, die Grundbesitzer, jetzt mal ehrlich, ne? Okay.
kämpfen wir da eigentlich gerade mit denen mit? Die kämpfen mit uns, kann das sein, dass die mit uns kämpfen? Warte mal. Ah ja. Na okay, die Briten machen das schon. Lustige Sache, das wäre lustig, wirklich. Wäre auch super gut, wenn das hier durchkäme. Jetzt erreicht Nachträge. Hervorragend, das ist durchgegangen. Hervorragend. Das ist aber im Moment für noch so einen kleinen Agitator. Hm? Die wollen warte mal, hier wird sich der Bewegung für Frauenwahlrecht beschließen, anschließen. Louise Michel, die könnten wir doch mal einladen. Pass auf, jetzt geht die gleich in... die hat schon mal 4% dazu beigetragen. 4% haben oder nicht haben, ne? Warum auch nicht? Aber man könnte ja noch einen Agitator einstellen, oder? Nee, geht also nur einer. Also das System mit den Agitatoren habe ich noch nicht ganz verstanden. Das will ich offen eingestehen. Aber das ist ja auch nichts Neues hier auf diesem Kanal, ne? So, ich will noch mal ganz kurz einen Blick hier reinwerfen. Wir hatten den ja... den Schnaps günstiger, die Spirituosen günstiger gemacht. Das heißt, sie geben mehr Geld dafür aus. Ist das jetzt richtig so? Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Müssten wir das hier nicht alles runtergedrücken? Also müssten wir nicht sagen, die müssen weniger ausgeben? Plus 25% Staatsabzüge. Oder wir haben Masseneinberufung beschlossen. Konstantin, Sterblichkeit durch Aufruhr. Eine von zwei Optionen wird eintreten. Also hier könnten wir minus 5 Fortschritt bekommen. Mit mehr Chance. Wir machen einfach das hier mal. Und haben das auch bekommen und irgendwas anderes ist passiert. Weiß der Kuckuck. Das ist mir ein bisschen zu viel. So viel dazu. So viel zu meiner Bereitschaft. So, jetzt haben wir ja hier 24% fast. Also 0,1 fehlt da noch, aber wollen wir nicht kleinlich sein. Friedensvertrag. Vorschlagen. Hoppala. Ja gut, die Briten haben geregelt, das sollen sie auch anders tun. So, im Grunde genommen wäre die Frage, ob wir das jetzt hier, also die Frage ist, ob wir das vor dem hier durchbringen. Die kriegen jetzt jedes Mal alle 5 Wochen 12% dazu. Dass wir das hier mit einem Viertel, also grob, ja, grob ein Viertel schaffen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und die wollen ja noch Genossenschaftsbesitz haben. Das ist auch irgendwie blöd. Das ist das Wirtschaftssystem. Also irgendwie, naja, das, was die Franzosen am besten können. Revolution. Läuft hier einfach richtig gut. Wir könnten mal wieder ein paar Universitäten bauen. Was haltet ihr denn davon? So, machen wir doch mal ein paar Unis. Hauen wir doch jetzt mal ein paar Unis rein und raus. So, wie wär's denn mal hier mit Guyenne? Klingt auch gut. Picardie, noch gar keine Unis. Elsass, gar keine Unis, hier in der Champagne auch keine Unis, wir machen einfach mal ein paar. Senegal, das brauchen wir jetzt mal nicht, Franche-Comté, was haben wir hier noch, Paris, Niederlande, Languedoc, Bretagne, keine Universitäten in der Bretagne, das geht doch nicht. So, machen wir das doch mal so.
Ah, Moment. Gebäude. Nochmal zurück. Zurück, 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 zurück. Konnte man hier nochmal was freischalten? Nein, das wollten wir haben, ne? Um mehr Innovation zu kriegen. Moment. Dann müssen wir hier nochmal das Antibiotikum verschieben. Hier, ne? So. Das hätten wir mal vorher machen sollen. Ignominus. So, 35%. Wir können. Die katholische Kirche erhält 5% von Klerikapops in Paris. Fortschritt des Bürgerkriegs wird um 5% reduziert. Die bekommen weniger Stärke. Das klingt einfach alles super. Und auch eine Zustimmung kriegt die weniger. Das ist natürlich auch schwierig. Oder der Fortschritt des Bürgerkriegs wird sich ändern. Nein. Die katholische Kirche ist jetzt außer sich vor Wut. Frauen, guck mal hier, warte mal, die sind beschwicht. Achso, ne, Moment mal eben. Das hier. Hm, hier. Ja. Schade. Ich habe mich kurz gefreut, weil da steht beschwichtigt. Ja. So ist das. Wenn man nicht lesen kann. Ne? Machen wir ein bisschen schneller. Wir warten mal auf 13. März. Und hier vorher wird dann nochmal erhöht. Das ist ja bedauerlich. Tja. Ja, wir versuchen langsam aus diesem kommunistischen Kram wieder rauszukommen. Das ist nicht so einfach. Eigentlich spiele ich nur so ein bisschen nach dem Motto, einfach überleben. Na, überleben ist hier das A und O. Alles andere ist irgendwie ja, nett, aber... Es wäre irgendwie cool, wenn wir noch einen Agitator mitkriegen würden. Wenn wir Agitator mitkriegen würden. Die Höllenmaschine. Georges Clemenceau. Wo kommst du denn her? Du bist von den Intellektuellen. Du bekommst 25%, 25 Beliebtheit weniger. Das können wir uns, glaube ich, gerade gar nicht so leisten. Oder eine von drei Optionen. Minus 10. Minus 10 Beliebtheit für Bertrand. Du bist auch von den Intellektuellen. Mhm. Oder kriegt plus. Dann aber auf Fortschritt. Wir versuchen das mal hier. Und wir haben 10% Fortschritt bekommen. Das ist natürlich bedauerlich. Gut, jetzt muss das hier nur durchkommen. Bitte, 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 komm schon. Komm, ihr wollt es alle. Verfängt einfach nicht, sodass der Fortschritt stagniert und in den Beschluss mit 15% sinkt. Ach du heiliger Bimbam. Okay, pass auf, dann machen wir folgendes, dann nehmen wir das wieder raus. Moment, was? Protestbewegungsradikalität plus 30 Radikalität. Ja, was sollen wir jetzt machen? Ne? Also ich meine, macht auch gar keinen Sinn. Komm. Ja, ist halt so. Lass uns nochmal bei den Gesetzen gucken und dann müssen wir einfach nochmal überlegen. Ja, die Präsidialrepublik. Ne, wir warten hier noch ab und zwar noch 8 Monate. So ist das jetzt halt mal. Da müssen wir jetzt mal alle ein bisschen ruhiger machen. In diesem Sinne machen wir erstmal Schluss für heute. Ich sage mal vielen Dank fürs Zugucken. Ich trinke jetzt mal einen leckeren Kaffee. Lass das mal ein bisschen laufen. Also hier, das Spiel meine ich jetzt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Tschüss.